In diesem Video sehen Sie, wie Sie mit einer eindirektionalen Fernbedienung nachträglich eine frei wählbare feste obere Endlage im J4IO einlernen. Hinweis: In dem Antrieb muss bereits eine obere und untere Endlage eingelernt sein. Sie müssen die obere Endlage nicht anfahren, um diese zu verändern. Die Endlagenverstellung kann in jeder Position vorgenommen werden, außer wenn der Behang am Schaltfühler anliegt. In unserem Beispiel verwenden wir als eindirektionalen Funksender einen Situo Mobile VB. Positionieren Sie den Behang ca. 50 cm unterhalb der oberen Endlage. Drücken Sie die Auf- und Abtaste gleichzeitig so lange, bis die Lamellen winken, um den J4IO in Lernbereitschaft zu versetzen. Drücken Sie anschließend die Auf-Taste so lange, bis der Behang mit einem kurzen Zwischenstopp im Selbsthalt nach oben fährt. Stoppen Sie den Antrieb rechtzeitig durch Drücken der Mai-Taste. Korrigieren Sie nun die Behangposition durch kurzes Tippen mit der Auf-Taste. Wenn der Behang die von Ihnen gewünschte Position eingenommen hat, drücken Sie die Abtaste. Die Jalousie bestätigt mit einem Winken der Lamellen. Die feste obere Endlage ist jetzt gespeichert und der Antrieb verlässt automatisch den Programmiermodus. Fahren Sie den Behang mit der Abtaste aus der oberen Endlage heraus. Mit Mai stoppen Sie ihn an einer beliebigen Position und fahren ihn dann erneut in die obere Endlage. Der Behang fährt jetzt in die von Ihnen neu eingestellte feste obere Endlage.